Hallo zusammen, ich bin Ted. Und ich der Peter. Und wir wollten euch mit dem Video hier, oder mit dem Vorspann eher gesagt, mal zeigen, was wir auf dem Kanal hier vorhaben, auf Gamiano TV. Wir werden verschiedene Real-Life-Projekte machen. Ganz ja? viele. Und wir fangen jetzt mit dem ersten an und das ist die Duellzeit. Genau, ja. Und da haben wir uns was Besonderes ausgedacht. Wir dachten, wir sammeln mal Flaschen. Und das Video seht ihr jetzt. Hallo zusammen, eigentlich sollte jetzt der Ted hier im Moment kommen. Für die Flaschensammel-Competition, aber ich gehe schon mal einfach runter. Ja. Datteln! Hallo? Ja, hi! Hi! Was machst du denn da? Ich hab gedacht, wo wir jetzt Flaschen sammeln gehen, die Obdachlosen, könnte ich mich schon mal an die soziale Isolation gewöhnen. Oh mein Gott. Das okay. Ist also, moin. Lass anfangen, oder? Ja, okay, dann. Ja. Flaschen. So Leute, ich bin jetzt auf dem Weg zu meinem ersten Spot, wo ich Flaschen sammeln will. Und wo das ist, seht ihr gleich. So, ich bin jetzt hier an meinem ersten Spot, nämlich den supergeilen Park hier direkt hinter dem Haus von meinem Vater. Und ich guck mal, was hier so los ist. Dann kommt mal mit. Eine geile Tüte habe ich natürlich auch mitgebracht. Ne? Hier so supergeil. Kann auch als Hut tragen, ist alles kein Problem. Aber mal gucken. Ich hoffe ja, dass hier in den Mülleimern schon mal viel Ausbeute für mich ist. Ja? Aber es wird sich zeigen. So, haben wir ihn hier. Jawohl, hier haben wir aber schon die erste Pulle. Aber da ist irgendwie noch was drin. Ich kann ja jetzt nicht so hier reintun, oder? Dann habe ich nachher alles nass. Ach komm. Der Petterschluck ist so eklig, ne? Da ist hier noch mehr. Nee. Gucken wir mal hier. Nee, da ist auch nichts drin. Warum lachst du denn so die ganze Zeit? Ah, hier, guck mal. Da haben wir schon die ersten. Danke, ihr Jugendlichen, für cooles V-Plus-Cola-Lehrgut für mich. So, hier noch. Boah, er hat mir echt ein bisschen mehr versprochen von dem. So was. Nochmal V-Plus. Geil, ne? Geil. So. Hier rein. Noch einer. Ich bin jetzt, guck mal, ich bin voll hier auf so einer Scheiße ausgerutscht. Habe ich hier hingehört? Das sieht gar nicht aus wie Scheiße. Ist das Scheiße? Ja, ist Scheiße. Ich hoffe einfach in der Pulle ist das war. Kann man sich drauf verlassen? Hier ist noch ein Tennisball. Ah, jetzt hat er. Wieder mit was drin, aber ne, ich. Will hat ja auch so Leben. Ne? Ich glaube, nur dann ist man effektiv, wenn man es genauso macht, wie auch die, die es professionell machen. Und deshalb. Oh. Ist schon eklig so. Ah. Irgendwie ist das echt nicht sehr ergiebig hier. Ich hoffe, der Peter kommt nicht besser klar, weil ich will ja gewinnen im Prinzip. So, ne? Na, warte mal. Na, alles klar? Hast du die Ware? Ja, dann lass doch mal treffen eben. Aua! Stopp! Ja,
Ja, eine habe ich schon mal. Au, Kastanie. Au, Kastanie unter mir. Okay. Oh, nochmal zwei. Kann der Peter sich aber warm anziehen. Hast du die Sache? Natürlich. Sag mal. Sehr gut. Das sieht doch gut aus. Alles klar. Hau rein. Große rein. So, also irgendwie, ich bin so ein bisschen müde jetzt schon vom Sammeln. Und man sieht das ja auch immer so Obdachlose, die tagsüber ein bisschen rumschlafen. Und ich mache das jetzt auch mal, weil man muss ja das Feeling haben, ne? So, hier die Parkbank, die finde ich ziemlich cool. Oh, ja, sorry. So. Ja, dann mal weiter, ne? Ist halt der harte Tag eines Obdachlosen. Flaschensammlers. So. Als zumindest geiles Wetter, ey. Guck mal. So, ich bin jetzt hier an meinem zweiten Spot und guck mal, ob ich hier noch was finden kann, weil ich erinnere mich noch an früher, als kleines Kind habe ich auch immer Bierflaschen im Sandkasten gefunden und das wird heute bestimmt immer noch so sein. Und ich gucke jetzt mal so ein bisschen. Nee, keine Bierflasche. Auch keine Flasche, so scheiß auf. Ja. So, man sagt ja, man muss vom Kopf her auch dabei sein, ne? Und deshalb, ich grabe jetzt ein Loch und guck mal, ob ich da ganz weit runter kann, quasi. Hier so. Er muss doch irgendwo. Da, seht ihr? Ich sag's ja, die Vermüllung der Kinderspielplätze ist ein echtes Problem, aber für mich ein Plus. Ja. Aber das ist wie bei Gold. Ich guck einfach mal weiter, ob hier irgendwo. Da, seht ihr? Kann man sich immer drauf verlassen. Also das ist sehr, sehr merkwürdig. Aber ich glaube, sonst ist das nicht so ergiebig hier und wir gucken mal. Darf man nochmal woanders hinfahren, oder? So, wir gehen jetzt mal zum dritten Spot. Der Kinderspielplatz war ja auch nicht so ergiebig, zwar zwei Stück, aber wir gehen mal weiter, ne? Aber mir fällt gerade ein, wie spät haben wir eigentlich? Ungefähr 14 Uhr. Das heißt ungefähr kurz vor? Mhm. 14 Uhr, Dann ist die Competition jetzt vorbei, ne? Ja. Wie lange habe ich denn geschlafen? Halbe Stunde. Oh. Ja, gut. Hab ich aber gespannt, ob der Peter mehr hat als das hier, aber ich glaube. Da habe ich verloren. Aber das ist halt so, ne? Wenn man so lange auf der Parkbank rumgammelt, dann geht da nichts draus. Aber wir fahren mal zurück und treffen uns mit dem Peter. Warum bleibt der denn? Hi, Peter. Guck mal. Oh, was ich alles gesammelt habe. Das ist ja ein bisschen wenig, wie gerade zu meinen, ne? Du alles gesammelt hast. Ich hab's ja gesagt, ich verliere, glaube ich. Hier ja, dachte ich mir auch. Aber ich habe auch halbe Stunde geschlafen, ja. So. Deine Ausrede. 10 Minuten habe ich Regie gesagt, aber die wollten natürlich. Du weißt aber, was wir abgemacht haben, ne? Was denn? Mit dem Schild. Ja. Ich erinnere mich gar nicht. Ich glaube, ich habe eindeutig gewonnen, also muss er mit dem Schild da rumsitzen. Kann ich mal das Schild haben, Regie, bitte? Ja. Das ist wirklich ehrlich? Ja, klar. Ja. Das war abgemacht. Ha ha ha!
So, das war jetzt unsere erste Competition. Flaschen sammeln mit Ted und Peter. Ja, ganz tolle Competition, ey. Er musste ja leider seinen Blowjob for free einlösen, war auch ganz gut so gesehen. Und wenn ihr Ideen habt, einfach wegen Competitions oder andere Sachen, so, die man in so einer Art machen kann, einfach in die Kommentare schreiben. Ganz genau, ist eine super Idee. Alter. Ja, und genau, falls es euch gefallen hat, teilt es mit euren Freunden, gebt einen Daumen hoch. Wäre super nice, hier so. Ne? So. Und ansonsten bis im nächsten Video. Ja, würde ich auch sagen. Ne? Tschö. Tschö.